Heute will ich dir zeigen, wie du auch mit über 40 noch Frauen kennenlernen und mit ihnen flirten kannst. Denn ich höre oft Sätze wie, mit über 40 kann ich keine Frauen mehr kennenlernen. Oder, in meinem Alter sind alle guten Frauen schon vergeben. Oder, die Leute finden es creepy und seltsam, wenn man in dem Alter noch Single ist, auf Frauen zugeht und mit ihnen flirten möchte. Aber das stimmt einfach nicht. Und um dir das zu beweisen, habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Arne. Und Arne hat eine sehr inspirierende Story, die du dir unbedingt anhören solltest, wenn du auch schon etwas älter bist, aber trotzdem noch tolle Frauen kennenlernen möchtest. Arne ist 44 und er kam vor circa einem halben Jahr zu mir ins Coaching und war damals noch verheiratet. Allerdings war er unzufrieden mit der Situation. Es war nicht mehr das Feuer in der Beziehung und er war unglücklich. Viele Männer bleiben an dieser Stelle für den Rest ihres Lebens in genau solchen Beziehungen, weil sie sich denken, die Alternative wäre, für immer allein sein. Sie denken, in dem Alter wäre es viel zu schwer, noch tolle Frauen kennenzulernen. Arne hätte sich auch denken können, ja, jetzt bin ich schon über 40, ich bin noch nicht unbedingt der nächste George Clooney, es ist einfach zu spät für mich. Hat er aber nicht. Stattdessen kam er zu mir ins Coaching und trennte sich aus der Beziehung, die ihn so unglücklich gemacht hat. Und jetzt, ein halbes Jahr später, kann er auf Frauen zugehen, hat Dates, hat Sex mit Frauen und fühlt sich generell viel besser im Umgang mit Frauen. Und wie er das geschafft hat, wie sein Weg bisher aussah und was er dabei gelernt hat, das wird er euch jetzt persönlich erzählen. Arne, schön, dass du da bist. Freue ich mich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch, Fabian. Vielleicht erzählst du mal einfach ein bisschen, wie das bei dir in den letzten Jahren mit Frauen so gelaufen ist und was sich vielleicht jetzt verändert hat in der letzten Zeit. Also es war ja so, dass ich zu dir gekommen bin, also vom halben Jahr in etwa. Circa, ja. Das, was mich damals so getrieben hat, das war ja so, dass ich gesagt habe, dass ich mit meiner Beziehung nicht zufrieden war. Ich konnte es aber nicht so greifen. Das war halt so ein Gefühl der Unzufriedenheit. Und das hat sich dann ja doch ziemlich schnell rausgestellt, auch als wir dann zusammengearbeitet haben, dass die Beziehung zu meiner Frau, ich bin halt noch verheiratet, auch immer noch, dass die im Endeffekt auch damals schon kaputt gewesen ist. Und das hat sich dann relativ schnell rausgestellt, sodass ich die erste Zeit unserer Zusammenarbeit gebraucht habe, um erstmal da klare Verhältnisse für mich zu schaffen, auch im Kopf. Ne, das ist ja auch, muss ich auch erstmal mental so verarbeiten. Und dass ich dann halt die letzten paar Monate genutzt habe, halt ein neues, besseres Leben zu führen. Das heißt, stimmt, als wir angefangen haben, da warst du ja quasi noch in einer zu Ende gehenden Ehe. Ja, genau, also bin ich ja jetzt noch, aber es ist ja jetzt eine Trennungszeit, ne? Genau, und wie sieht das aktuell bei dir aus? Datest du gerade Frauen oder lernst du Frauen kennen? Wie ist das gerade aktuell bei dir? Also es ist halt so, dass ich Frauen auf der Straße anspreche, so also im Alltagsleben. Das ist auch das, was mir am meisten zusagt. Es gibt vielleicht auch die Typen, die sagen, okay, ich gehe lieber auf irgendwelche Plattformen, auf Tinder, auf Lovoo, Parship, sonst irgendetwas. Das ist nicht für mich, weil ich auch sage, dass ich da auf diesen Plattformen halt als Mann nicht, dass ich da nicht wachsen und reifen kann. Genau. Das heißt, du bist ja jetzt gerade in einem Prozess, wo du regelmäßig Frauen kennenlernst. Genau. Das ist auf jeden Fall erstmal ein großes Lob dafür, für die Entwicklung. Ja. Von vor 6 Monaten, wo du da gestanden hast, bis jetzt, da hast du auf jeden Fall schon sehr gute Sprünge gemacht, auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Hast ja auch viel Arbeit reingesteckt. Ja, klar. Du weißt ja auch, das kommt nicht von alleine. Hast auf jeden Fall gut diszipliniert durchgezogen, dafür auf jeden Fall ein großes Lob von mir. Was mich mal interessiert ist, was waren denn so Sachen oder ein, zwei Sachen, die dir besonders schwer gefallen sind? Das war das Anfang, weil als du gestartet hast, das war ja gerade so eine Hochphase der Corona-Zeit. Da war auch Winter, war jetzt nicht so viel mit rausgehen und sowas. Was mir unheimlich schwer gefallen ist, Frauen im Supermarkt anzusprechen. Stimmt, ja, ja. War halt irgendwie so dieses Gefühl, so Spotlight an mich. Irgendwie ringsrum sind Leute, die mit solchen Ohren mir dann zuhören.
Das war so, am Anfang so eine ziemlich große Hürde. Das Ansprechen sowieso, klar. Mittlerweile ist das jetzt nicht mehr so die Hürde. Das ist schon so, dass ich sage, okay, das, klar ist es immer noch ein bisschen, dass mein Puls hochgeht, gerade wenn es attraktive Frauen sind. Sollte auch immer so sein. Bei mir sind jetzt so die Hürden und so andere, dass ich das halt lerne, dann auch auf eine flirtige Art und Weise zu eskalieren, auch eine Frau zu signalisieren, so hey, es ist nicht einfach nur ein nettes Gespräch, was wir führen, sondern ich bin auch sexuell interessiert an dir. Das sind jetzt so die Hürden, dass ich halt sage, das ist halt eine Sache, das habe ich so früher nie so richtig gemacht, das ist halt immer passiert und einfach offen zu gestehen und offen zu sagen, auf eine lustige, charmante Art, dass mir eine Frau gefällt. Da habe ich noch so Hemmung, das zu machen. Und das ist momentan so der Lernpunkt, wo ich jetzt dran bin, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt hin. Genau, das heißt, du gehst ja ganz systematisch einen Schritt nach dem anderen und jetzt bist du halt an der Stelle angelangt, wo du, glaube ich, relativ regelmäßig Frauen kennenlernst und jetzt geht es darum, halt ein bisschen frecher zu sein. Genau, also das zu zeigen, was du wirklich willst. Genau, dass aus den Dates dann auch zweite, dritte mehr wird, ne? Genau, genau. Ja, wir sind ja jetzt schon, wie gesagt, ein halbes Jahr ungefähr, hast du gesagt, arbeiten wir schon zusammen. Wie fühlst du dich denn jetzt heute in Bezug auf Frauen im Vergleich zu vor 6 Monaten? Auf jeden Fall besser. Also ich bin jetzt noch nicht da angelangt, wo ich sein will. Deswegen mache ich das ja auch noch länger und weiter mit dir. Aber mit Sicherheit fühle ich mich da schon wesentlich souveräner und wesentlich besser. Das ist ja auch, dass es im Endeffekt beeinflusst, dass das ganze Leben ja positiv. Ich meine, du lernst ja im Endeffekt auch mit Menschen generell zu kommunizieren dadurch. Und gerade die Sachen, das hilft mir natürlich auch unheimlich. Ich bin selbstständig, auch unheimlich im Business hilft mir das. Und da ist natürlich so, dass ich mich da wesentlich besser, selbstbewusster, souveräner und sowas fühle. Ja, also ich merke das auch bei dir. Du hast dich schon sehr stark entwickelt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu beobachten. Da bin ich auch sehr froh und dankbar drüber, dass ich das begleiten darf. Das macht sehr viel Spaß. Weil du aber auch, man muss auch sagen, du setzt halt wirklich um. Du bist halt wirklich fleißig, du bist halt wirklich aktiv dabei. Das muss man auch sagen. Was macht dir denn am meisten Spaß an der ganzen Geschichte? Was mir am meisten Spaß macht? Das ist ja, man weiß ja nie, was da kommt. Und am meisten Spaß macht es mir natürlich, wenn ich irgendwie sehe, so, dass ich mich zu irgendwas überwinden musste, was ich überwinden musste, eine Frau anzusprechen. Sonst irgendwie Sachen, wenn ich dann sehe, so ich habe es dann doch gemacht und das hat jetzt irgendwie ein tolles Resultat gemacht. Oder auch einfach, dass ich sage, okay, das war jetzt nicht so ein tolles Resultat, aber ich habe mich überwunden. Das ist schon eine Sache, das lässt mich dann innerlich auch so ein bisschen wachsen, dass ich dann sage, so oh, das ist toll, habe ich ja selbst gemacht. Das ist ja nicht so, dass irgendjemand anderes das gemacht hat, sondern das habe ich halt selbst gemacht und das da fühle ich mich toll, wenn ich das mache, ja. Und dieses, dass man halt nie weiß, was da kommt. Also letztens hatte ich zum Beispiel dann ein Instant-Date von 1,5 Stunden. Das ist halt, wusste man vorher nicht. Die wollte ich eigentlich schon gar nicht mehr ansprechen, wollte eigentlich schon nach Hause gehen. Was war für die Leute, die das nicht wissen, was bedeutet Instant-Date? Dass ich halt eine Frau angesprochen habe und dass wir dann direkt nach dem Ansprechen Kaffee trinken gegangen sind. Und wie war das für ihn? Ach, war cool. wir hatten super viel Spaß und so. Ich meine, ich werde es jetzt nicht wiedersehen, weil die halt von weit weg kam, aber hatte halt gerade auf den Zug gewartet. Und war halt cool. Also ich habe halt gemerkt, dass sie da auch das toll fand, wie ich so mit ihr umgegangen bin, dass sie mir halt auch so Signale gesendet hat, dass sie mich als Mann toll findet, dass sie die ganze Situation auch toll fand. Und ja, ist natürlich schon schön, sowas. Ja, macht Spaß und ist gut fürs Selbstbewusstsein, ne? Genau, genau. Und das ist ja auch das, was ich möchte, weil ich denke mal, wie viele Beziehungen sind auch so,
die eigentlich erkaltet sind, wo gar nichts, gar kein Feuer mehr dazwischen ist. Und natürlich dieses Feuer zu spüren, das ist schon, dafür leben wir, dafür möchten wir eine Beziehung haben. Ja, definitiv, definitiv. Na, ja. Sehr cool, sehr cool. Wir haben ja schon jetzt viel miteinander gearbeitet. Du hast viel gelernt. Was würdest du denn sagen, ist so mit das Wichtigste, was du gelernt hast, wenn du so eine Sache aussuchen müsstest? Also eine Sache natürlich, was du schon gesagt hast, umsetzen. Es bringt nichts, dir jetzt zuzuhören, deine Videos anzugucken und dann die Hände in die Tasche zu stecken und zu Hause vom Fernseher zu hocken. Ja. Das ist erstmal das Allererste. Und dann der zweite Punkt, das Wichtige, das ist halt alles hier. Das ist halt alles, wird halt alles im Kopf entschieden. Das ist im Endeffekt egal, was du sagst. Ja, es ist vieles, so Technik und sowas ist vieles eigentlich völlig egal, wenn du das halt mit einem richtigen Selbstbewusstsein und mit dir im Reinen sein machst. Und das ist halt auch eine Sache, da legst du in deiner Arbeit sehr viel Wert drauf, dass du halt sagst, okay, klar, Technik ist ein Punkt, braucht man auch, also ein bisschen muss man halt auch wissen, also es ist jetzt nicht so, kannst jetzt nicht hingehen und dich über Italien, Spanien oder sowas mit dir unterhalten und oder über Autos und V8 und V6 Motoren. Aber im Endeffekt doch, wenn du das mit so einer Inbrunst und Überzeugung machen würdest, mit dir selbst im Reinen bist, dann wird vielleicht sogar das funktionieren. Auch das funktioniert natürlich, ja. Wenn man es mit der richtigen Energie macht, dann geht alles. Genau, ja, eben drum. Genau. Also für dich war ganz wichtig zu verstehen, dass es eigentlich um die Mindsets geht. Ja. Dass man sich berechtigt fühlt, wahrscheinlich als Mann, das machen zu dürfen, dass man das Selbstbewusstsein hat und dann einfach macht. Dass man sich wertvoll genug fühlt, wahrscheinlich auch. Genau. Und das sind ja im Endeffekt bei vielen Männern so zwei Punkte, die einen hindern. Das ist auf der einen Seite, was weiß ich, dieses mangelnde Selbstbewusstsein durch viele schlechte Erfahrungen etc., was viele Männer halt haben. Und dann ist es halt so diese soziale Konditionierung, das macht man nicht. Ach, das sind Fremde, die sprichst du nicht an. Na, das sind halt so die zwei großen Hemmnisse, die einen davon abhalten. Das stimmt, das stimmt. Sehr cool. Anne, wie alt bist du nochmal? 44. 44. Wenn du jetzt mit dem, was du jetzt an Erfahrung gesammelt hast in dem letzten halben Jahr, mit dem, was du jetzt weißt, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Damit früher anzufangen. Also wir hatten uns ja auch schon früher mal drüber unterhalten, ich habe einen Sohn, der 9 ist. Die werde ich das die nächsten Jahren schon näher bringen, weil das ist natürlich klar. Ich meine, hätte ich das Wissen jetzt als Teenager oder sowas gehabt, ich hätte ein ganz anderes Leben geführt. Was hättest du denn dann für ein Leben geführt? Was hätte ich für ein Leben geführt? Wenn wir mal so ein bisschen ein geiles Leben, ein geileres. Da hätte ich sicherlich so die Sachen, was weiß ich, mit Scheidung etc., das hätte ich nicht so erlebt, sondern dann hätte ich jetzt die Frau oder die Frauen, wo ich sage, so, die finde ich richtig geil. Und hätte so die Probleme, die ich jetzt dann auch noch habe dadurch, die hätte ich jetzt nicht. Wie gesagt, 6 Monate sind wir jetzt schon zusammen. Was sind denn so, sag mal, besondere Momente oder gibt es so 1 oder 2 besondere Momente, auf die du besonders gerne zurückblickst, die dir auch vielleicht noch lange in Erinnerung bleiben werden? Was ich halt immer wieder krass finde, ist so, die Zusammenarbeit ist ja so geprägt, dass so meine Entwicklung mal so hoch und runter gegangen ist. Also insgesamt kann man sagen, dass es so eine Linie hoch geht. Ne, dass ich aber natürlich auch so die Phasen habe, wo ich dann was weiß ich, Erfolge hatte und dann klappt mal wieder gar nichts. Ne, und was mir so dann schon in unserer Zusammenarbeit so sehr im Kopf geblieben ist, dass wenn ich so diese Phasen hatte, wo ich gerade so unten war, dass du es sehr gut immer geschafft hast, mich hochzubringen von der Stimmung her. Das ist so eine Sache, die ich schon so in Erinnerung habe. Das ist jetzt nicht so irgendwie so, dass ich sage, so, oh, das ist jetzt irgendwie so ein Ereignis, woran ich denke. Aber das sind halt Sachen, dass das,
Das war so 3-4 Mal oder so gewesen, wo ich gesagt habe, so, was hat sich einfach durch die Art und Weise, dass du gesagt hast, ja, guck das doch mal so an, guck das von diesem Blickwinkel an, dass ich da einfach dadurch, dass ich dann den Blickwinkel geändert habe, dann auch einen ganz anderen Zugang zu den Dingen hatte. Genau, ich meinte auch gar nicht so in Bezug auf unsere Zusammenarbeit, sondern ich meinte irgendwelche coolen Erlebnisse, die du hattest mit Frauen, irgendwo, wo du dich... Was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist? Irgendein Date oder irgend sowas? Es sind so ein paar. Das war relativ am Anfang, hatte ich halt eine gedatet, mit der ich dann relativ schnell Sex hatte. Die fand ich jetzt nicht so toll und die wollte mich auch sehr schnell so an sich binden, sodass dass ich dir dann auch irgendwann gesagt habe, okay, die sehe ich jetzt nicht mehr. Die wollte dich an sich binden, stimmt, ich erinnere mich. Die wollte mich an sich binden, ja, ja. Das war halt... Aber auch mal ein gutes Gefühl, oder? Bitte? Das ist aber auch mal ein gutes Gefühl, wenn man selber ablehnen kann. Natürlich, klar. Also es ist ja andersrum, wäre es beschissener. Ja. Was war denn noch? Klar war dann immer so, dass ich so Dates hatte, die halt toll waren. Und auch so, dass ich dann Frauen getroffen habe, die Dummen gekriegt habe, Dates, wo ich so vorhinein gedacht habe, oh, die würde ich kriegst nie, die sind zu jung, die sind super attraktiv, super toll. Ja, da hatte ich schon, ein, zum Beispiel dieses Insta-Date fand ich total toll. Das war ich das Wochenende auch in Zagreb, da bin ich dann auch ein bisschen losgegangen, da hatte ich dann mit einer Frau am letzten Abend noch ein Date, was total toll war. Ja, also... Klar, also es ist ja schön und vor allem so das zu merken, so, ach, die finden dich toll und da ist jetzt auch eine Anziehung und ist ein schönes Gefühl. Okay, und vor allen Dingen auch das Gefühl, dass man das selber aktiv machen kann. Genau, dass man es selber aktiv machen kann, ja. Was sind denn so Orte, wo du Frauen kennenlernst aktuell? Momentan meine Lieblingsorte. Es hat sich auch eine Zeit ein bisschen gewechselt. Am Anfang habe ich das ja viel in Supermärkten gemacht. Was dir, ganz kurz, dass ich dich unterbreche, wo du ja vorhin noch gesagt hast, das hat dir besonders Angst gemacht am Anfang. Das hat mir besonders Angst gemacht, weil so dieses Spotlight war. Ne? So da sind so viele Leute daneben und da hört jeder zu. Wenn man so auf der Straße ist, da hat man ja doch einen größeren Radius, wo man allein ist. Und im Supermarkt ist ja schon so, dass dann, was weiß ich, 2, 3, 4 Meter daneben dann die nächsten stehen und so. Und dann macht man mittlerweile aber auch nichts aus. Momentan ist es so, dass ich gerne... Dass ich das gerne draußen mache. Warte mal ganz kurz. Wie hast du das denn geschafft, dass das von ich habe totale Angst im Supermarkt das zu machen, zu ich mache das voll gerne und das ist mein Lieblingsort? Da hat man ja auch viel drüber gesprochen. Im Endeffekt ist es ja auch so, was weiß ich, sind ja auch so diese Glaubenssätze, dass man dann im Endeffekt sagt, wo ich so vorher so dachte, so, wenn ich da jetzt hingehe, dann sehen mich die Leute und die Leute finden das bestimmt total komisch. Dass ich dann gesagt habe, nee, im Endeffekt, wenn mich jemand sieht, die finden das ja total cool. Und da ist auch eine Szene, die ich zum Beispiel hatte. Ich war jetzt vor 2, 3 Wochen mit einem Freund unterwegs und da waren wir an der Alster und da waren so Typen, die sich neben eine Frau gesetzt haben und die ganze Zeit angegeiert haben. Dann sind wir erst weggegangen, sind wir 10 Minuten später da wieder hingekommen. Die Typen haben die Frau immer noch angegeiert. Dann bin ich einfach zu der Frau hingegangen und habe die angesprochen. Und ich hatte bestimmt 10 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit von den Typen. Das ist halt schon irgendwie ein cooles Gefühl dann so, dass man nicht mehr so sagt, so, die finden jetzt ja alle total komisch und das ist total creepy. Sondern im Endeffekt so, wenn du hingehst, eine Frau ansprichst und sowas und keiner traut sich, die Typen, die feiern dich ja dafür. Definitiv. Das ist auch dann wieder im Kopf. Das muss man ja erstmal so diese. Das muss man erstmal im Kopf klarkriegen. Ja, genau. Okay. Genau. Du hattest noch gefragt, so, was so meine Orte sind, wo ich das halt gerne mache. Also momentan ist das Wetter ja total klasse, deswegen ist so Alster, Jungfernstieg in Hamburg, finde ich total klasse. Wenn das Wetter jetzt schlecht ist, gehen wir auch gerne, wir haben in Hamburg in der Innenstadt ein Ikea, der total klasse ist.
Also der typische IKEA ist ja immer schwangere Frau mit ihrem Freund, sucht ein neues Kinderzimmer. Das ist so bei diesen Vorstadt-IKEAs und bei diesen Innenstadt-IKEAs, das sind halt eher so die Single-Frauen oder was weiß ich, zwei Frauen zusammen. Ist total, total geiler Ort, um Frauen anzusprechen. Okay. Cool. Jetzt, was mich noch interessiert am Ende, du hast gerade schon angedeutet, du bist ja schon ganzen Stück Weg jetzt gelaufen, hast dich schon sehr stark entwickelt. Was sind jetzt noch so die nächsten Ziele? Wir arbeiten ja noch eine Zeit lang zusammen. Also meine nächsten Ziele hatte ich auch schon so gesagt, dass ich das in den Alltag integriere, dass ich auch direkt meinem Kiez quasi das mache, bei mir auf der Arbeit, bei mir zu Hause, dass mir das dann nichts ausmacht. Ja. Die nächsten Ziele ist auch, dass ich das eskalieren, besser verbalisieren kann, dass ich an eine Frau interessiert bin, weil das ist ja im Endeffekt das, was so dass das Salz in der Suppe dann ausmacht. Du meinst so ein bisschen so sexuelle Spannung aufbauen, so ein bisschen. Genau, sexuelle Spannung aufbauen, indem ich dann halt das auch, indem ich da keine Hemmung habe, Sachen halt auf eine nette, flirtige Art und Weise zu sagen. Natürlich kann ich jetzt nicht zu einer Frau gehen und sagen, boah, das ist aber geile Titten oder so, aber dass das dann halt auf eine flirtige Art und Weise, dass da halt eine Spannung zukommt, weil das ist ja oft so, gibt ja auch so diesen sehr gaggigen Begriff der Friendzone, dass das, wenn man sich mit einer Frau lange unterhält, dass immer und man da nicht irgendwie auch klar macht, so ich bin auch sexuell an dir interessiert, dann ist es irgendwie, dass die Frau dann schnell dich so in die Freundschaftsschublade schiebt, dass sie halt sagt, so, okay, der ist jetzt ganz nett, mit dem unterhalte ich mich gerne, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mit dem Sex zu haben. Genau. Ja, das ist ja so ein ganz typisches Thema. Genau. Das haben ja sehr, sehr viele Männer, ja. Die zu mir kommen. Ja, aber da sind wir dran, kriegen wir hin. Du lernst ja immer mehr Frauen kennen, hast ja auch regelmäßiger Dates und ja. Sind wir auf jeden Fall dran. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, wir haben noch eine Zeit lang vor uns. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Das macht sehr viel Spaß mit dir, weil du halt wirklich sehr gut umsetzt, auch immer viele Fragen stellst. Das finde ich super. Du kriegst auch dementsprechend die Ergebnisse. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und mal sehr interessant. Habe ich sehr gerne gemacht, Fabi. Sehr interessant, mal die Einblicke zu bekommen, vielleicht auch für den einen oder anderen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ja morgen wahrscheinlich schon wieder, ne? Morgen. Genau, perfekt. Ja. Cool, dann danke dir und bis bald. Ne? Bis dann. Dir noch einen schönen Abend, Fabi. Ciao. Dir auch. Eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir zum Ende kommen. Wenn dich diese Story inspiriert hat und du auch gerne lernen möchtest, auf Frauen zuzugehen, mit ihnen zu flirten, sodass du eine Freundin finden oder vielleicht sogar eine Partnerin fürs Leben bekommen kannst, dann kannst du dich sehr gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir eintragen. Den Link zu so einem Beratungsgespräch findest du ganz oben in der Videobeschreibung direkt unter diesem Video. Das Gespräch ist allerdings nichts für Leute, die jetzt nur 2, 3 schnelle Tipps haben wollen, um den nächsten One-Night-Stand zu haben. Wenn du es allerdings ernst meinst und eine seriöse Partnerschaft suchst, eine Frau, mit der du dein Leben teilen kannst, dann kannst du dich, wie gesagt, sehr gerne für so ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir eintragen. Und in diesem Beratungsgespräch, da setzen wir uns mal zusammen. Ich gucke mir deine Situation im Detail an und schaue, ob und wenn ja, wie genau ich dir da weiterhelfen kann. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Arne, dass er seine Story hier mit uns geteilt hat. Ich denke, das kann wirklich sehr vielen Männern helfen zu verstehen, dass es noch lange nicht zu spät ist. Vielen Dank auch für den Mut, die Geschichte hier vor so vielen Leuten zu erzählen. Da habe ich wirklich größten Respekt vor. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder wenn du es wirklich ernst meinst, in der kostenlosen Beratung. Bis dann.